Apart TV. Lifestyle, business, culture, and more. TV. Ich die Menschen schwieriges drauf, ich weiß immer, wenn nichts schwieriges drauf ist, da sind nicht einfach lange Sitzungen. Ich wollte den Konzern auch informieren, dass wir alles mit von dieser Sitzung auch nach einer Assermentation holen, nämlich die von Jennifer Popescu-Urbain. Als neuer Mann, da bist du drin, wenn du am SCC Munei einfach profitiert, wenn wir die Gemeinderatssitzung haut, dann ist das dann noch schön drin. Du hast, dass er nicht unbedingt muss direkt nur der Sitzung fortlaufen, dass wir das dann noch können machen. Voilà, dann begrüßen Sie sich ganz offiziell stellen fest, dass wir en nombre sind, da war eine Delegation, die droit de vote von Herrn Yves Marquis und Madame Nadine Kuhn, für die Punkte 1 bis 13, also Herr Marquis ist die ganze Sitzung dann nicht präsent. Voilà, wir haben, wie gesagt, 13 Punkte im Jour. Der nächste Punkt ist Korrespondenz und Information. An Ihrem Ableit eine Information oder eine Korrespondenz von Sikuna, respektive die Resultate von einem Schulrestaurant, wo als Konklusion dann festzuhalten ist, dass das Resultat positiv ist, dass ein totes Accomplissement von den Kriterien, die vorgesehen sind, bei 97% leidet und dass das Resultat von der Visite zum 10. Trimester als Stresssatisfaction deklariert wird. Ich will bei dieser Gelegenheit daran erinnern, dass wir den 4. Juli, 5. Juli, eine Gemeinderatssitzung haben und dass wir alles mit von der dann Briefe gehen, ob effektiv die 97% so garantiert sind. Ich meine, du hast schon bald alle Gehörden angemeldet, für du mitzumachen. Voilà, soweit zum Punkt 1, Korrespondenz und Information. Und Punkt 2 haben wir den Procès-Verbal von der Reunion vom Conseil Kommunal vom 24.05., den dann alles mit, weil keine weiteren Remarken dazu sind. Zu einer Schreibe wir. Ja, Herr Kammert. Ich will noch keine Vermacht zu dem, was nur am Prozess weil da steht. Trotzdem, wir hatten letztes Jahr am Gemeinderat in Droit de Préemption eingestimmt. Ja, für die Garde an der Raska. Und da wurde schüsst. Froh, wenn ich meine, das ist gut, wenn die Gemeinde so viel Terrain kaufen, wie es nicht mehr geht. Und auch da, weil ich meine, da kann ich mal etwas draus machen. Da war ja den einen oder anderen, hast du ja doch gleich gemerkt,
dass du wirklich in der Hand hast, in der Fall kaufen, das war die Sonne, wo der Gärtner mein. Ich von das möglich ist, von den Mann, den das Fall kaufen, wirklich will Gärtner mein. Und ich meine, die Menge, die hört schon auf, wahrscheinlich nicht an die Media direkt, ob du willst. Dass da auf jeden Fall mit dem Mann soll schwätzen, also ich kenne ihn nicht. Das sind die Gärtchen Klone, wenn er wirklich Gärt will machen. Das war. Also, du hast ja noch viel Polemik auch über ja, Facebook. Wir haben den dort der Präemption geltend gemäht, weil wir gefreut sind, weil wir du schon ein Platz auch neben drunter kaufen, die äußerst. Und wir haben hier drunter eine neue Basis gesehen. Anscheinend, als Madame oder die Leute Rosen drüber, weil ich an der Gemeinderatssitzung gesucht hätte, hätten sie das nicht in Null gerast. Aber ich meine, das habe ich mit Sicherheit nicht in einem negativen Sinn gemeint. Ich habe just festgestellt, effektivement, dass der Mann einen Kompromiss mit einem Notar aufgemietet hat und dass der Mann scheinbar von dem Notar nicht gesucht gekriegt wird, dass die Gemeinde aber den Droit der Präemption geltend machen kann. Darüber habe ich mich nicht auszulassen. Gesetze sind Gesetze. Wir haben nicht Illegales gemäht. Wir sind aber auch mein Mann. Ich meine, der Feier, also kann nur noch zwei Wörter zu suchen. Weil der Carlo war den als allererstes nur geschwärzt. Wir sind an einer Situation, die sicherlich für den Mann, den einen Kompromiss gemäht hat, den unbedingt gerne gehört, weil nun keine glückliche Situation. Aber wir sind aber auch nicht an einer unmöglichen Situation, an der Erregung, an Ehren. Ich denke, hier an der Gemeinde gibt es ja keine Wächter, es gibt keine Leute, die Leute nur wollen per Force an den Eck drücken. Du, wo gute Willen hast, du findest noch einmal eine Solution. Ich gebe auch gerne Carlo an der Welt, ja, zwei wieder noch ergänzen zu. Also just, ich war aber effektiv der Mann, die war auf Feier, die war die Decision vom Gemeinderat, weil der Mann noch schon. Schon ein paar Monate lang an dem Gart geschafft. Wir haben dem Mann aber auch versichert, dass das sicherlich auch mal noch dauert, bis die Gemeinde mal an der Proprietät von dem Terrain ist. Und er sicherlich auch noch kann noch an dem Gart weiter schaffen. Wir haben aber auch ganz klar gesagt, dass die Intention von der Gemeinde eben auch in Zukunft noch immer auch da Gart zu halten. Und dass man natürlich, aber für seine Situation verstehen und das wird noch respektieren, mit dem Wunsch von der Gemeinde, also, wenn wir dort herkriegen, die auch für einen Mann, die da mal da treffen, zu gucken, welche Terrain brauchen, die nicht benutzt gehen, zu gucken, dass wir vielleicht auch in die Terrain kommen, weil ich meine, du weißt gerade so gut wie ich auch, dass ein riesiger Mann dafür Geld abzumachen. Und wir werden sicherlich den Mann da eine Lösung finden, dass der Mann kann ein Geld da abmachen. Das haben wir ihm versichert, das konnte man aber nicht schriftlich gehen. Das war ein Demand von der Familie und ich habe gesagt, das könnte ich nicht machen, weil wir immerhin nach der Gemeinderat, den haben wir hier nur dezidiert, wen irgendwo ein Terrain von der Gemeinde verloren kriegt, das kann nicht ein Schäferrat machen oder eine einzelne Person. Nein, wir werden schon aber den Wunsch von dem Herrn respektieren, den nur lo, eben wie gesagt, der schon sich um die Garde kümmert. Ein Herzenswunsch, dass sie gerade auch hier können weiter zu betreiben, wird man schon irgendwie weh fanden, für die Mann zufriedenstellen. Voilà. Das hat gestorben, ein Gespräch mit einer Mama von der Familie. Da tun ich auch gesagt, dass ich Mann gar nur nicht investieren. Wir sind für die Proprietät, also für den Terrain, an dem sind zuständig, auch sich zu suchen, dass wenn der Schalle da steht, den gewissen Alter wird für den er zu ersetzen, aber den Herr braucht nicht investieren. Alles gut. Merci. Okay, können wir die Punkte dann aufklären? Und die Approbation vom Procès-Verbal können wir rundherum gehen. Ne? Zu einer Frage. Lebt schon, okay. Gut, dann kommen wir bei dem Punkt 3. Das sind immer ganz spannende Sachen. Dann haben wir noch zum Reglement General. Und ich kenne Herr Feier, also tut. Ja, aber hier ist ein Parkplatz, die die mag ich für gerne beimachen, für im Haus 33. An der Rue du Stade, zu den Winterkonditionen, wo wir einen Demand vier Leuten haben. Das ist auch so, dass an der Rue du Stade auch schon leere Plätze sind. Die sind aber ein bisschen mehr innen an der Rue du Stade. Da vergibt man aber
heute der dem Mann aber auch gerne entgegenkommen für einen Parkplatz zu reservieren für Leute mit einem Helikopter. Ein Foto zu. Da können wir fortgehen an Gedun, Martin. Herr Weimarskirch. Herr Weimarskirch? Ja. Herr Agovic? Ja. Madame Biva? Ja. Herr Sivovic? Ja. Herr Courtois? Ja. Madame Diedrich? Ja. Herr Drouin? Ja. Herr Feyeisen? Ja. Herr Fiorelli? Ja. Herr Kalmes? Ja. Herr Kiel? Ja. Madame Kuhn? Ja. Herr Lecuy? Ja. Madame Kuhn für Herr Marquis? Ja. Herr Spautz? Ja. Unanim. Punkt 4, aus der Approbation von Contrat de Location, das wird vielleicht von Herrn Feyeisen. Ja, heute wird dann eine Wohnung, die wir geben, an der Belairstraße, da Madame Fernanda Afonso Prates Verfügung stellen zu den gewinnten Konditionen. Ich meine, ich lohne nicht alles 14 zu einem Loyer mit der Charge für 744,41 Cent. Dr. Basis, ist ein neues Gesetz, ich würde dann... Selbstverständlich, so wie man das ich denke froh dazu. Das ist nicht der Fall, dann der Wort. Herr Weimarskirch? Ja. Herr Agovic? Ja. Madame Biva? Ja. Herr Sivovic? Ja. Herr Courtois? Ja. Madame Diedrich? Ja. Herr Drouy? Ja. Herr Feyeisen? Ja. Herr Fiorelli? Ja. Herr Kalmes? Ja. Herr Kiel? Ja. Madame Kuhn? Ja. Herr Lecuy? Ja. Madame Kuhn für Herr Marquis? Ja. Herr Spautz? Ja. Wir bleiben an der Belairstraße. Den Herrn Mouchin Kamar und Madame Rali Lupna im offenen Appartement auf 20 Rue Belair. Und das für 243,81 Euro basierend auf das neue Mietgesetz, wie wir das gleich hier überholen. Ein Remarque, ein Foto dazu. Das ist nicht der Fall, oder was? Herr Weimarskirch? Ja. Herr Agovic? Ja. Madame Biva? Ja. Herr Sivovic? Herr Courtois? Ja. Ich würde von hier raus, dass Sie das Grüne Herr Drouy? Ja. Herr Feyeisen? Ja. Herr Fiorelli? Ja. Herr Kalmes? Ja. Herr Kiel? Ja. Madame Kuhn? Ja. Herr Lecuy? Ja. Madame Kuhn von Herr Marquis? Ja. Herr Spautz? Ja. Unanim. Schade, ich entschuldige etwas vier Enthalte, wo ich aber noch will dabei sein, dass die erste Madame, die Madame so mit Fernanda Afonso Prates momentan schon eine Wohnung an der Rue du Fossé holt. Wir relogieren die an Rue Belair, weil wir ja Rue du Fossé eitel machen, für zu renovieren. Just wenn ihr den Dossier objektiviert hat, dann hat er sich kein Vorstellen, für was wir sind, Madame von einer Gemeindewohnung an die Erde. Voilà. Dann, ja, bei Punkt 5, das läuft bei mir Feuerwehr. Dann haben wir eine Konventionsstimme, und zwar zwischen der Gemeinde und der Co-Privität Dibari, Casina, Maya, Pradela, Guvaya, Ribeiro. Und zwar betrifft das heute Haus, das letzte Haus in der Alvis Kaiserstraße. Der wisst, dass für Jahren ein großer Chantier da war. Und da hat der Familie ausgemacht, die das Wüge, dass auch nur W-Lansch hier Proprietät, Lansch, Kaiserfassade lebt. Gauf mit der Familie ausgemacht, dass Gemeinde eine emotische Aktion machen, indem sie die Fassade auf der Seite frisch machen. Und wir geben davon profitieren, für auch mit einem Künstler, den er nicht definiert, dass eine Freske als Duina machen, die für einfach für die Sache ein bisschen mehr flott zu machen. Ob einer Höhe von so 1,5 Meter, was ich nicht gut informiert bin, könnt unten bei der Fassade ein Teil, wo testbar, ja, Placken, für dann gut lässt. Wie fressbar? Fressbar. Genau, und dann oben drüber könnt Fassade und dann mit einer Fress. Das ist eine emolische Aktion, das steht auch heute dran, dass die Gemeinde nicht alle zwei Jahre durch ein neues Kunstwerk hinhält, mehr einfach wie gesagt für den Dorfkern wie schön zu machen. Und die Proprietäre von dem Haus sind immer d'accord. Ein Vogel zu. Madame Diedrich. Ja, ich wollte vorhin, steht auch an der Konvention dran, dass die Gemeinde selbstverständlich den Entretien assuriert.
was normal ist, wenn wir da so streichen. Wenn wir einen Fresktrop machen, dann machen wir so, und wir machen noch nicht alle zwei Jahre einen neuen dahin. Wenn der aber dann deterioriert, dass ich dann entretien, dass man dann einfach mit dem Rollo 5 drüber fahren, für den Stand zu halten, oder wie soll den Entretien von dem Kunstwerk über die zwei Jahre raus ausgesehen? Das ist dann unter der Sache von der Proprietät, das geht nicht mehr von uns überall. Das wäre ein einmaliges Sache. Wenn ihr nur guckt, ich sage mal ein Beispiel, guckt einfach den Ben Gastauer, wie lange den aber trotzdem an der Reihe, die gibt halt noch immer da hängen, weil man nicht Haus gibt für renovieren, wenn man auf den gucken, bei den Kiltiem gucken, das sind aber schon halt das keine Sachen, die nur zwei Jahre verblatzt sind. Gut sagt, dass man da dort die Chantier da wegkriegen. Und dann noch eins gibt es mit der Co-Proprietät, weil am Anfang Menschen so leben gehabt, wie eine Verkleidung über die ganzen Gebel und Kräbel. Die Westseite ist dann, aber auch die Drehseite ist. Das ist auch ein bisschen drüber gedacht, dass die Leute doch dann ein isolierte Facette kriegen. Ja, das steht noch nicht präzis halt dran. Ich bin auch davon aus, dass das dann noch so ist. Und dann sind wir gespannt. Mit welchem Künstler, was für ein Kunstwerk hast du auf die Gebel? Motiv. Das muss ja schon jeder sehen, wenn der aber etwas mit Schöffling oder Fleisch oder was ja, das tun. Also, es sind schon die Verzeihung, les goûts et les couleurs. Mit denen aber du manchmal ganz schön Sachen. Und das kann aber so ein Eyecatcher definitiv aber gehen. Gut sein. Nicht, dass man ein Foto von ja, wir müssen ja alle gut dafür für den Verkehr aus dem Dorf rausgehen, wenn wir uns dann so erschrecken. Nur mal vielleicht mal. Dann machen sie mal Occidenten. Ja. Aber Kuhn auf für Lichtenberg, das gesehen. Du warst ja für Lichtenberg, das gesagt. Ja, absolut, absolut. Kein Spruch für Lichtenberg. Komm mal. Gehen nach Frohen. Schmeckt das ein Glühwolü für die Jünger, für die Jünger und für den Rest, guck mal, dass wir da etwas Flottes hinkriegen. Gut, dann noch Wort. Herr Weimarskirch. Ja. Herr Agovic. Ja. Madame Biva. Ja. Herr Sivovic. Ja. Herr Courtois. Ja. Madame Diederich. Ja. Herr Drouy. Ja. Herr Feiersen. Ja. Herr Pirali. Ja. Herr Kalmes. Ja. Herr Kiel. Ja. Madame Kuhn. Ja. Herr Lecuy. Ja. Madame Kuhn finde Herr Marquis. Ja. Herr Spautz. Ja. Innerlich. Oder ja, falls das nicht zweit, Konvention du? Ja, das ist mit der Familie Trapp Le Coq. Die besitzen mittlerweile ein Haus auf der City of Solchen. Und die der Konvention ersetzt die Konvention, die man mit den vierischten Proprietären da hatten. Und zwar als da ein Parzell, die längst der Birge Mavé lebt, längst das Haus für den Leute zur Verfügung stellen, für als Gerät. Wie gesagt, das Konvention ersetzt Konvention mit den vierischen Proprietären. Das ist so eine Win-Win-Situation für die Engel, für die anderen. Gehen Sie zu froh, das ist nicht der Fall, dann wird. Herr Weimarskirch. Ja. Herr Agovic. Ja. Madame Biva. Ja. Herr Sivovic. Ja. Herr Courtois. Ja. Madame Diederich. Ja. Herr Drouy. Ja. Herr Feiersen. Ja. Herr Fiorali. Ja. Herr Kalmes. Ja. Herr Kiel. Ja. Madame Kuhl. Ja. Herr Lecuy. Ja. Madame Kuhl, finde Herr Marquis. Ja. Herr Spautz? Ja. Innerlich. Gut, da kommen wir bei einem Akt, den wir schon öfters hatten, wo wir sozusagen richtig bei einer Schlussetappe eigentlich kommen. Boah, wir haben auch immer die Konten zu approbieren. Ich gehe dann dort vor, zwei Runden her feierreisen, weil es in einer Reihe die Konten, die wir am ersten Jahr nie zusammenhängen und die anderen möchten Herr Agovic. Ja, nee, ich schwätze am Nummer vom Herrn Agovic einfach mal. Die konnten noch gute Vierleimen geben, die so handhaben wie die letzte Gemeinderatssitzung, wenn ein Frau steht mir zur Verfügung, wenn nicht für uns die konnten alle gut so an der Reihe, wenn ein Frau steht, Chef oder erst zur Verfügung. Herr Kalmes. So prinzipiell ist es schon, die konnten noch nicht besser zu sagen. Das fällt natürlich ab, dass schon die konnten gemacht wird von der Psychiklable. Der Herbert mit Petzl reliieren und statt richtig interpretieren. Ja, und die nicht geschickt. Und da waren 770.000 Euro vorgesehen, also sind da 120.000 Euro aufgeschossen.
Du hast froh, wie geht es hier mit der Aufkürzung, mit der Willowspiste, mit der, das ist vielleicht nicht direkt, man die konzentriert mehr, aber indirekt schon. Das ist die eine Frage. Und dann, was eigentlich auch normal ist, dass gewählt ein Projekt rue de l'Église für die ganz erneuern, einen Lot durch den Parking Souterrain, von dem wir bis jetzt aus müssen, sich da mal überlegen, wie die Wehen die Straße vielleicht kann reaménagieren. Ich meine, dafür fand ich normal, ich meine, schon lohnen, dass da doch irgendwo eine Vision ist, die Rue de l'Église dann einkehren, vielleicht ein neues Projekt dazu machen, mit den neuen Gegebenheiten, dann gucken, auf Funktion von dem Trafik, von dem Parking Souterrain. Ja, effektiv an die Planungen ja. Mit der Philosophie auch von unserem Service die Finanz für die Dossiers, die lo sich aufgeschlossen für die dann so zu dekontieren, dass man da einen Aufschluss hat. Nicht so verhindert, dass an einem nächsten Budget für neue Arbeiten, die auch mit dem Bereich dann zu dienen. Wir wollten einfach nicht mehr so ein Match leben, wo man nicht genau wissen, ab wie man da dann definitiv aufhängen. Wir haben das damals gemeinsam beschlossen, dass wir Rue de l'Église zurücksetzen an der ganz großen Renovation, die da umgedurcht war, eben weil wir den Chantier vom Parkhaus haben. Und ich denke, dass Rue de l'Église mit Sicherheit auf das Projekt kommt, weil das die letzte Straße auch noch, wo wir nicht den schnellen Kabel leihen für den Internet, wenn das bis fertig ist, dann ist Schöffling zu 100% mit dem schnellen Kabel serviert. Ich weiß nicht, ob ich etwas kann so von der Pissiklable. Auch du hast eigentlich die Philosophie für das, was du gemäht hast, aufzuschließen, dann en attendant zu gucken, okay, wo wir da drüben sind. Du kannst nicht. Am Kader vom PRP Herbert schon realisiert Richtung Fates. Und wirklich, dass das eine Verbindung zwischen zwei nationalen Velospisten als das auch der Bereich von Point Chaussee, wo sie nochmal ins Spiel kommen. Und ich denke noch, der Velospiste, soweit die Stadt von Mastiani, von Pascal Reuland, die Stadt soll auch von Point Chaussee realisiert gehen. Dafür meinen schon mehr, dass du mal klotterierst, am Sinn, dass man das mal in die Kontra präsentieren. Überhaupt, meine ich, die Situation von der Velospiste, wenn du letzte Samstag ein bisschen matt gekriegt hast, wo wir bei dem Quartier Metz Schmelz waren, muss ja Velospiste heute schöpfen. Die sind aber nicht unbedingt und die richtig und die anderen Velospiste angeschlossen. Da gehen nicht wirklich Löcher, die zu klären sind. Wenn ich die Velospiste über die Brille fährt und will ihn dann auf Esch fahren, ja, irgendwann du bei der Schreinerei, dann ist ihn auf der Straße. Lo mit dem Quartier Metz Schmelz, weiß ich auch, dass von Esch evoluiert wird, wie kriegen wir da eine Verbindung. Von dem will uns wie eben mit Esch dann da gemütlich. Wir müssen sowieso denke, du von der profitieren, für uns Esch Gedanken zu machen. Wie verbinden wir die Willowsfee, die wir Aschöflinge haben, brauchen wir nach dem Problem, dass wir an Steuze bauen, die kleinen Verbindungen von der engeren, von der anderen Platz, noch einmal nicht aufgeschlossen haben. Das gibt mir sicher irgendwann ein Thema. Wir gehen nicht nach Sosre machen. Ich weiß nicht, was der Karl die Dossier nun nicht für an extern so vorstellen. Ja. Das war ein lauter Vorschein, ja, der letzte. Nein, hallo, wie viel ist Zeit zu spüren? Okay. Wenn ich keine Frage weitergehe, ich meine, das ist ja kein Dekonto bei außer ein. Ich wo, meine, nicht so, dass man Dekonto von zwei Kameras, die dann ist, also die Schiffe kann das lesen. Ich fand das aber gut. Ja, das ist ja okay. Gut, das ist gut gemacht, das ist ja froh, dass es das kriegt. Boah, ich meine, wir sind noch laut drin an der Mike, den hat sich dadurch zur Aufgabe gemacht, respektive sein Service, dass man die Konten, besonders wenn du die kleinen Konten, ein Auto kaufen, da muss ich nicht für ihr Jahr werden, ihren Konten möchte, dass ich dadurch direkt kann aufschließen. So, dann die obligate Frage, können wir die, wie viele Konten sind das? Die 13, 15, 30, können wir die mal den einen zum Wort bringen oder als einen um anderen? Ja, dann bringen wir die 30 Sekunden over, 31 Sekunden over. Herr Weimarskirch? Ja. Herr Agovic? Ja. Madame Biva?
Ja. Herr Sivovic. Ja. Herr Courtois. Ja. Madame Boudry. Ja. Herr Drouy. Ja. Herr Feuereisen. Ja. Herr Fiorali. Ja. Herr Kolmes. Ja. Herr Kill. Ja. Madame Kuhn. Ja. Herr Lecuy. Ja. Madame Kuhn für Herr Marquis. Ja. Herr Spatz. Ja. Unanim. Voilà, merci für den Wort. Da kommen wir bei der Punkt 7, da das dann die Approbation von der Viren. Da bin ich dem Herr Agovic. Gut, ja. Den ersten der Wien betrifft die Installation von 2 Küchen und 2 Appartementen auf 22 Belehrstraße. Die Appartementen an denen Gebäude haben meistens ganz schlecht Küchen und keine Küchenzeilen. Und mit dem Heiken der Wien gehen 2 Küchen neu installiert. Für ein Total von 19.000 Euro. Ein Freund, er macht dazu. Aus Kilux ist das eine Necessität, wieder zu machen, oder? Dann nur Wort. Herr Wollmerskirch. Ja. Herr Agovic. Ja. Herr Mambiva. Ja. Herr Sivovic. Ja. Herr Courtois. Ja. Herr Diederich. Ja. Herr Drouy. Ja. Herr Feuereisen. Ja. Herr Fiorali. Ja. Herr Kalbes. Ja. Herr Kiel. Ja. Madame Kuhn, ja. Herr Lecuy, ja. Madame Kuhn, Herr Marquis, ja. Herr Spatz, ja. Voilà. Die nächste konzerniert ist ein Parking Residenziell, respektive Änderungen. Ja, nachdem es mal ja am letzten Gemengerot der Parking Residenziell gestimmt hat, muss man das Ganze noch chiffrieren gelassen und das gerne so gemacht, für einfach Diskussionen vom letzten Gemengerot aufzuwerten. Das, was man so gestimmt hat, kostet 270.000 Euro. Ja, das sind dann eben die 7 Horotateuren, Vignetten, Panosignalisation und so weiter. Ich meine, das ist alles abgezählt. Und das für den Preis von 270.000 Euro. Ein Foto zu. Das ist nicht der Fall, du Wort. Herr Wollmerskirch. Ja. Herr Agovic. Ja. Madame Biva. Ja. Herr Sivovic. Ja. Herr Courtois, ja. Madame Diederich, ja. Herr Drouy, ja. Herr Feuereisen, ja. Herr Fiorali, ja. Herr Kolmes, ja. Herr Kiel, ja. Madame Kuhn, ja. Herr Lecuy, ja. Madame Kuhn, Finer Marquis, ja. Herr Spaus, ja. Unanim. Voilà, wenn in der Wie stimmt, dann müssen die natürlich mit Krediten am Budget auch angeschrieben gehen. Das geschieht dann mit dem Punkt 8, und zwar schreiben wir integral die 19.000 Euro, die vorgesehen sind, für an der Belehrstraße 2 Küchen zu installieren, mit 19.000 Euro an. In dem Moment reduziert sich als Boni von 5.180.142,69 auf 5.161.142,69. Ja. Und dann schreiben wir auch die 270.000 Euro an, die wir für Mise en Place, diese Adaptation des Reglements, die Parking Residenziell machen. Mit 270.000 Euro an unsere Boni belief sich dann auf 4.891.142,69 Euro. Ein Foto dazu, ein Gemach, das ist nicht der Fall, auf was? Dürfen wir die zwei mal daneben stimmen? Da ja. Herr Wollmerskirch? Ja. Herr Agovic? Ja. Madame Biva? Ja. Herr Sivovic? Ja. Herr Courtois, ja. Madame Diederich, ja. Herr Drouy, ja. Herr Feuereisen, ja. Herr Fiorali, ja. Herr Kolmes, ja. Herr Kiel, ja. Madame Kuhn, ja. Herr Lecuy, ja. Madame Kuhn, für Herr Marquis, ja. Herr Spautz, ja. Unanim. Voilà, und dann noch etwas, was wir vom Kontrolle der Finanz gesucht haben, was wir regelmäßig zu machen hat. Das ist die Approbation von den Titel der Reset in der Punkt 9. Und du gesehen, dass wir an der Größenordnung von 6,1 Millionen das hittere Reset haben, wobei aus dem Fonds der Dotation global die Kommunen allein 5,3 Millionen oder 5,24 Millionen rankommen. Über den Impôt Commercial 301.000 Euro und über den Pakt Klima eine Subvention von 450.000 Euro. Und das andere sind dann natürlich auch lauter hittere Resetten, die entweder die nicht unbedingt aufgedeckt sind über das Reglement. Bitte tut so ein Froh. Das ist nicht der Fall. Dann noch Wort. Herr Wollmerskirch. Ja. Herr Agovic. Ja. Madame Biva. Ja. Herr Sivovic. Ja. Herr Courtois. Ja. Madame Diederich. Ja. Herr Drouy. Ja. Herr Feuereisen. Ja. Herr Fiorali. Ja. Herr Kolmes. Ja. Herr Kiel. Ja.
Madame Kuhn? Ja. Herr Lecqui? Ja. Madame Kuhn, Finer Marquis? Ja. Herr Spautz? Ja. Und Anni? Der Punkt 10 konzerniert die Kreation von einem Reglement Taxe Kommunal fixant la Redevance pour la Fourniture de Chaleur et fixant la Taxe de Raccordement au Réseau de Chaleur. Wir sind hier in einer Situation, wo wir uns regularisieren. Sachen müssen aufpassen. Und da das ein ganz kompliziertes Dossier an den Menschen, die mit dem Dossier eins geht, das sei so Riese Argovic. Das Reglement ist effektiv dort gemerkt, dass in einer ganzen Reihe Formeln, die dort draußen sind, wie die beschrieben sind, den Autor, der Co-Autor vom Reglement, als Mike Dickes, dafür sitzen noch hier, für einen Fall von zusätzlichen Erklärungen, die auch können zu gehen. Das, wie du wisst, verkauft Gemeinde Schöffling auch Schaller. Das heißt, wir produzieren und verkaufen Schaller auch an Privatleute und benutzen sie auch für die eigenen Gebäude. Für den Verkauf von der Schaller haben wir das Reglement dann aufgestellt. Und für, wenn ein Schaller von der Gemeinde will kaufen über ein Wärmenetz, dann muss man einen Demand machen und gehen den Payment von einer Tax, man kann sich auch darum ausschließen. Die Tax besteht aus zwei Teilen, einmal ein paar Fix, die kostet 3000 Euro für das Raccordement und ein paar Variablen, die setzen sich zusammen aus der Schaller und aus der Puissance von der Anlage, die den de Bürger oder den Nutzer daheim hat. Wieso sind ja auch, als Schaller immer verraschend gehen, auf Basis von dem heutigen Reglement geht es, was die Kosten angeht, eine leichte Erhöhung von den Kosten. Das heißt, als Beispiel, wenn ein pro Jahr mit der Konsumation 800 Euro hat, dann geht das 24 Euro hoch. Das hat Jura geguckt. Wie kannst du die 24 Euro? Die setzen sich zusammen, beziehungsweise im Moment kostet 1 Kilo pro 1 Kilowatt als Tax für Puissance 23 Euro und die geht rauf auf 27 Euro. Ja, also, just weil ich die Buren am Radio hören habe, dass der Gas nächstes Jahr 17% mit Eier geht. Ja. Oder soll gehen. Also, das vielleicht schon direkt konsidieren oder nicht? Oder kann ich das dann auch nur aus der Formel rausrechnen? Okay, gut. Wirklich, das auch Kogenerationsanlagen, die man bislang hatte, die als mit Gas geladen wird, Strom produziert, der Generator für Strom als Futter Kogenerationsanlagen auch. Mhm. Wir sind schon am Gang zu gucken, für, dass wir für den nächsten Winter System auf den Stellen, den gegebenenfalls nicht mit Gas oder Gas für Spritzen benutzt. An der Diskussion aus Pellets, Heizung oder Wärmepumpe muss man gucken, was sich schlussendlich nur am besten agent für das System weiterhin können, kostengünstig zu betreiben. Wäre das Herr Gowitsch? Das wäre. Frohen du zu remarken, Herr Kalmus. Ich würde nur fragen, ob man
schon ein paar vielleicht die Bilder gemacht hätten, ob man auch mit der Wand von der Schale, ob man da Kastenbecken zählt. Oder wo man da ungefähr geflogen auf den Exerzis gemacht hat. Ich meine, als Schwärme, das ist genau noch für als Gemenge gebeiert, da braucht man das nicht zu rechnen. Das sind auch die größten Abnehmer, müssen also auch die größten Dinge noch von der Freie sowieso am Prorat da drohen, mir einfach noch für Rest von einfach für eine Idee zu holen, wo ihn da leid. Ich meine, das wäre den Exerzis, so den ein Kämmer machen Weil den Exerzis immer aufgeweht. Weil Wärmenetz sind immer Verluste, auch schon von der Distanz, durch Distanz, durch die Reso, da. An auch durch Dokumentation, an denen in den letzten 2-3 Jahren von der von der Matière première, von der Energie. Da hatten wir für 23 hatten wir ein Defizit total von 600.000 Euro. Ja, nicht auf den privaten, allein. Nee, alles zusammen. Okay, ja. Und total. Ja. 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 Weil das auch in der anderen okay. Woche dadurch bedenkt, dass wir als Energieproduzent Großabnehmer sind und dann den gedeckelten Gaspreis nicht abgesichert wird. Mit dem ja. vollen Preis zurückgeht. Ja. Und auch dadurch, dass wir mit der Kogenerationsanlage, dass das Problem schon die Jahre für uns zum Teil da war, und sie nicht zu 100% ausgelöscht konnte sehen und dadurch auch die Stromproduktion nicht da war und man den Strom nicht kaufen konnte. Nach Ruhe, mehr vom Strom kriegen wir nicht viel. Das ist nicht der Fall, da können wir gut gehen. Herr Weimarskirch? Ja. Herr Agovic? Ja. Madame Biva, ja. Herr Sivovic, ja. Herr Courtois, ja. Madame Dietrich, ja. Herr Drouy, ja. Herr Freyeisen, ja. Herr Fiorali, ja. Herr Kolmes, ja. Herr Kiel, ja. Madame Kuhn, ja. Herr Lecuy, ja. Madame Kuhn, Finia Marquis, ja. Herr Spautz, ja. Inonin. So, die Damen und Herren, wenn man dem Rhythmus heute weiter fuhr, sind wir gegen Zinger auf Herz. Du musst in den Fällen. Du musst in den Fällen. Ich muss allein bleiben. Boah, in der Punkt 11, respektive 12, geht es um das Konto vom Exercice 22. Einerseits das Konto Gestion, das sozusagen dem Receiver sein, und dann das Konto Administrativ, das ist die sogenannten politischen Dossier. Das ist immer ganz gut, wenn ich gesagt habe, dass die Ziffern einen gewissen Parallelismus haben, dass ein gewissen Gleichheit du hast. So hast du noch den einen wie den anderen Konto, dass den relativ gut abgestaltet. Ich meine, die Approbation von einem Konto, das ist immer ein bisschen, après dîner. Ich will aber einfach sagen, wir hatten damals, wenn ihr das guckt, am ordinären Bereich Resette von 48,67 Millionen. Wir hatten 39,1 Millionen Dépensen. Wir hatten da also Boni. Also Wirtschaft für Ball 10 Millionen, eigentlich 9,57 Millionen, das wäre nach guter Zeit, wenn ihr euch erinnert, als ein aktuelles Budget weist ein Boni am ordinären Bereich von maximal 3 bis 4 Millionen aus. Wir hatten am extraordinären Bereich 11,27 Millionen Resetten, dann beim Dépensen hat man 24,95 Millionen Dépensen, das ist eigentlich ein höheren Invest an dem Bereich, den Gemenge über all die Jahre, so kann tätigen, die größten Invest, den du, wenn du das nur liest, betrifft den Bereich von der Schule mit den Neubauten oder den temporären Schulen, die gebaut sind, zwischen 7 bis 8 Millionen, also talschend von dem 24 Millionen. Und dann sind da eine ganze Reihe von Sachen, die mit der Industriezone, mit dem Sohn Artisanal Ökonomik um Herbert zu dienen, mit 8 bis 3 Millionen, und das ganze Tour, das ist dann der Boni, bräuchte
zusammen mit dem Boni aus dem Konto von 2021 von 6,6 Millionen, die dann an den Konten oder an den Budget 23 geflossen sind. Ich habe auch schon können feststellen, dass man sowohl beim Wasser wie beim Aufwasser und auch beim DG, dass man da in einer defizitären Richtung sind, dass man nicht kostendeckend sind und dafür haben wir ja auch die entsprechenden Maßnahmen geholt, besonders beim Wasser, aber beim Aufwasser, wo man schon die entsprechenden Umänderungen, vorgeholten Modifikationen an einer nächsten oder übernächsten Sitzung werden doch so sein, dass man auch eine Anpassung von unserem DGs Reglement respektive vom Taxen besonders werden machen. Schon demnächst wird sich ausgewiesen, dass man bei den Depensen, was das Halle auch geht, bei 44% leihen. Das ist relativ heiß und eigentlich haben wir orientieren als an eine Richtung von 49% mit dem neuen Budget. Mal gucken, wie sich das ausweist. Voilà. Das ist aber so, dass wenn man Konten haben, ich spreche auch Leute erklären, dass man natürlich auch die Konten sie ja kontrolliert gehen, sowohl die einen wie die anderen. Und dass es auch eine Reihe von Remarken vom Ministerium gibt, auf die man zu reagieren, hätten. Bei der Kontingestion, da hat es keine Remarken gehen, das muss ich aber fairerweise so und sowohl. Also ein neuer Server wie auch die Kamil und immer fertig wird, zu ihrer Kontingestion nie eine echte Remarke zu kriegen. Wir haben da ein paar gekriegt, wo ich aber kann suchen, so unter der Kontrolle von unserem Finanzminister, den wir schon teilweise regularisiert haben. Der Rapport der Verifikation, den wir zugestellt haben, da geht es dann darum, dass wir Taxe Redevance apercevoir. C'est l'assainissement des eaux usées et de l'eau destinée à la consommation humaine, dass wir an einer Obligation waren, das zu regularisieren. Und das haben wir auch entsprechend gemäht, die Taxe d'accordement à la canalisation et à la conduite d'eau, dass das geschieht. Wir hatten noch gerade ein Taxereglement concernant das Raccordement und der Chaleur. Auch da war eine Remarque, die wir nicht nur mit dem, was wir heute gestimmt haben, genügend gemäht haben, dass wir auch die entsprechenden Deliberationen geholfen haben, für das Raccordement und die Chaleur für das entsprechend zu deliberieren. Da waren nicht bei den Dépenses ordinaire Artikel, wo wir die als ordinäre Ausgaben deklariert haben, die eigentlich aber extraordinär Ausgaben wären, das ist hauptsächlich die Akquisition von Mobilier gewischt. Das tun wir auch regularisiert, sodass das an den entsprechenden Artikeln draufsteht, als die Pons extra ordinär. Da war noch eine Remarke, dass wir für Leute, die suchen, ankassieren, auch da haben wir eine entsprechende Deliberation holen, für zu regularisieren, wen das dann. Die sind, ich meine, hier war eine Tabsatzschleide aus dem STNI, die Taxen entgegenzuholen, Suchen entgegenzuholen, dass man das ein bisschen regulieren. Also das ist nicht gewaltig, was man da für Remarke kriegt, weil wir müssen das natürlich immer entsprechend rechtfertigen, was man da mit denen Remarken do, zu machen. Voilà. Gönnet du zu fragen? Das ist nicht der Fall. Herr Finanzminister, das selbst beizufügen. Nein, merci. Da könnte man aufstimmen über den Compte de Gestion, der das aus dem Receiver sein kommt. Pardon? Ja, Madame Dietrich, oh, pardon. Pure Marken dazu machen, die allerdings mehr genereller und prinzipieller Natur sind. Weil wir hatten alle Chiffre vierleihen, der Bürgermeister hat auch auf verschiedene Details angegangen, die Sorge gemäht haben, wie zum Beispiel die Adaptation von den Taxen. Und dafür will ich auch auf diese Details nicht mehr angehen, sondern just auf das Prinzip vom Konto, was der Konto durchstellt. Und wie die Prozedur da für sich geht, wie wir alle gut kennen, nachdem es, so wie die Gemeinde gesetzt hat, viel gesagt, der Service de Contrôle de la Comptabilité vom Ministère
die alle Jahre hier am Haus punktuell als Kontabilität verifiziert hat, an dem Chefrat sind Observationen an dem traditionellen Rapport de Verification vom Konto vom Exercice 2022 mitgedeelt hat, als es im Gemengerat für sich Kontenu vom Chefrat seiner Prise de Position zu diesem Dokument zu äußern. Die Remarken vom Service de Contrôle sind übrigens hauptsächlich, Herr Bouchemeister hat es schon gesagt, finanztechnischer, administrativer Natur und es war ihnen teilweise schon Rechnung gedroht ging, zu dem Zeitpunkt, wie den Rapport abgestellt ging. Das heißt, dass der Schäferrat und als Servicer sämtliche Vorgaben und Konsignen respektiert und exekutiert haben. Für das minutiös, kompetent und korrekt Arbeit will ich heute von dieser Platz aus an meinem Namen und am Namen von meiner Fraktion, dem Finanzservice und dem von der Reset ein großes Merci ausschwätzen. Ich werde heute, wie gesagt, nicht am Detail auf die Chiffre vom Konto gehen, mir just ein paar prinzipiell und allgemeine Reflexionen zu dem Dokument als seiner Bedeutung machen. Am Gegensatz zu unserem Budget, die Prävisionen für die Zukunft beinhaltet, als der Konto von einem Exercice das Dokument, weil das realistisch an einer reellen Zölle weist, wird von all diesen Prävisionen konnte umgesetzt gehen. Allerdings, als der Konto 2022, genauso wie all Konto, de facto muss auch da prädiné, und ich meine, da habe ich quasi den Mike zitiert, das seht ihr noch einmal. Die Chiffren, die wir an diesem Dokument vorfanden, sind effektiv die Bilanz von den Resetten und Dépensen, die getätigt wurden, im Kontext von den Prävisionen, die einerseits aufgrund von Erfahrungswerten am ordinären oder von den Wien am extraordinären Budget aufgestellt wurden. Man kommt von einem Exercice, geht dem Schäferrat seine Zensur ausgestellt. Aus der klar ersichtlich ist, ob er an dem Exercice seine Aufgaben so erledigt hat, wie er das am Budget initial angekündigt hat. Wir auch von Chiffre vom Kunden Situation an der Realität eins zu eins herumgehen, also trotzdem immens schwer, wenn nicht sogar unmöglich, den Schäferrat über DW objektiv zu benoten. Leider spielen sowohl am ordinären wie auch am extraordinären Bereich ein Unmaß von externen Akteuren eine Rolle, ob das Gemeinde keinen Einfluss hat. Bei größeren Infrastruktur-, Aménagements- oder Bauprojekten kann das kleinste Problem an der Genehmigungsprozedur schon Delays verursachen, die nicht an einem Jahr nicht gut zu machen sind. Dasselbe gilt auch, wenn Fournisseure kein Material herbeikriegen oder Firmen nicht die nötige Manpower haben, für ihre Planung anzuhalten. Auch wenn eine Gemeinde eine Reihe Dépens obligatoire, die, wie Herr Bouchemeister schon gesagt hat, wie der Name sieht, unumgänglich sind. Die Plage Chiffre vom Konto renseignieren uns nicht über Ursachen und Hintergründe, die dazu gefordert haben, dass verschiedene Projekte nicht untermauert oder nicht zu Ende gefordert wurden. Dafür sollen und müssen die Posten hinter Rot gehen. Auch für selbstverständlich der Proverb «à l'impossible nul n'est tenu», auch für den Schäferrat gilt, der von irgendwelchen intern oder extern unwidrig umstehen, kein Exkurs sind für nicht ausgeführte Arbeiten oder nicht realisierte Engagemente, und das sowohl an den Resetten wie an den Dépensen. Der Schäferrat muss rigoros und mit allen Moyen, die ihm legal zur Verfügung stehen, dafür sorgen, dass die Projekte, die ja aus gutem Grund am Budget initial angeschrieben waren, umgesetzt gehen. Das ist am Ende der Rede von Schöpflinger von all seinen Bürgern. Voilà, das waren meine prinzipiellen Observationen zu einem Konto, weil Chiffren die Leute vier und die sind nicht so interessant wie die anderen. Vielmals merci. Ja, so, merci für die Präzision. Das ist immer gut zu hören, dass ich zusätzlich kann, ja, ein Löwe ausgeschreit kriegen, ob schon nicht immer muss Herd ausgeschreit gehen. Ich schließe mich aber die Wieder gerne nun für die Leute merci zu sagen, die dafür responsabel sind, dass wir in einer guten Situation sind. Können Sie nachher machen oder vorhin? Das ist nicht der Fall. Da könnte man auch Wort, wie gesagt, von der Kontogestion, wo ich will nicht wiederholen, dass den, die Content vom Receiver sozusagen zu gestionieren hat. Wort? Herr Weimarskirch? Ja. Herr Agovic? Ja. Madame Biva? Ja. Herr Sivovic? Ja. Herr Courtois? Ja. Madame Diederich? Ja. Herr Drouy, ja. Herr Feuereisen, ja. Herr Fiorali, ja. Kalmes, ja. Herr Kiel, ja. Ich hatte vergessen, Madame Kuhn, ja. Herr Lecuy, ja. Madame Kuhn von Herrn Marquis, ja. Herr Spaus, ja. Unanim.
Also, da kommen wir zu dem Approbation von der Compte Administrativ, die ja seinen Ursprung an einem Budget hat, den an der Form sicherlich nicht so ausgeführt hat, als wir die Visionen nicht gewissen haben, aber das hat seine Ursachen, über die wir heute aber nicht dann diskutieren. Néanmoins, also die Approbation von Compte Administrativ in Exercice 22, mit den Remarken, die wir gemerkt haben vom Kontroll, respektive mit den Antworten, die mit dem Kontroll beginnen haben, weil das ist dann der Schlüssel, das schicken wir dann an dem Ministerium. Und wenn wir da gesagt haben, okay, gut, dann ist den Don aufgeschlossen. Und dann haben wir entweder einen Bonot oder einen Mann gut Bonot. Voilà. Uwot. Herr Wallerskirch? Ja. Herr Agovic? Ja. Madame Biva? Ja. Herr Sivovic? Ja. Herr Courtois? Ja. Madame Diederich? Ja. Herr Drouy? Ja. Herr Feyerson? Ja. Herr Fiorali? Ja. Herr Kalmes? Ja. Herr Kiel? Ja. Madame Kuhn? Ja. Herr Lecuy? Ja. Madame Kuhn, Finia Marquis, ja. Herr Spautz, ja. In der Nähe. Voilà, da sind wir schon beim letzten Punkt, der Punkt 13. Das sind Dossier, die im Office sozial zusammenhängen. Da sind Konfirmationen von Decisionen zur Kenntnis zu holen. Einerseits die Mission von der Madame Nathalie Blei, an der auf den 31. Mai 2024, die hier die Mission noch gerichtet hat. Und wir wollen von dieser Blase aus der Madame Nathalie Blei für Ihr Arbeit am Service vom Office Social Schöffling ein großes Merci ausschwätzen. Und wir müssen dann konfirmieren, durch ein Wort erhöht war, dass dem so Kenntnis kommt. Geht dazu eine Frage, eine Antwort, eine Remarke? Das ist nicht der Fall, dann ein Wort. Herr Weimerskirch? Ja. Herr Agovic? Ja. Madame Biva? Ja. Herr Sivovic? Ja. Herr Courtois? Ja. Madame Diederich? Ja. Herr Drouy? Ja. Herr Feyerson? Ja. Herr Kalmes, ja. Herr Kiel, ja. Madame Kuhn, ja. Herr Lecuy, ja. Madame Kuhn von Herrn Marquis, ja. Herr Spautz, ja. In der Nähe. Voilà, der zweite ist dann die Nomination von einer neuen Assistante Sozial. Ich gehe davon aus, dass das alles mit von der Dimission da war. Das ist Madame Melissa Xanzano. Wir freuen uns, ob ihr Mutter habt. Ich gehe dazu freuen. Keine Remarken, dann konfirmieren wir, dass wir dadurch zur Kenntnis kommen und die Nomination. Herr Routvois, au Wort. Herr Wallmerskirch. Ja. Herr Agovic. Ja. Madame Biva. Ja. Herr Sivovic. Ja. Herr Courtois. Ja. Madame Diederich. Ja. Herr Drouy. Ja. Herr Feyerson. Ja. Herr Kalmes. Ja. Herr Kiel. Ja. Madame Kuhn. Ja. Herr Lecuy. Ja. Madame Kuhn, Herr Marquis. Ja. Herr Spautz. Ja. In der Nähe. Voilà, du machst fermer durch. Erstaunlicherweise haben wir alle synonym gestimmt. Merci für die drei Worte. Ich gebe dann auch den Kollegen von der Party, die heute nicht so lange eine Geschichte hatten. Hinten merci so für den Livestream. Und ich gebe den Kollegen noch bitten, dass wir dann an eine kleine Weeklo gehen, die vergehen, und dass sie dann entsprechend die Apparate ausschalten. TV. So much more.